Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Rayman Legends in Part 10. Mensch, Part 10 schon, ey, wie schnell das alles geht und das alles an einem Tag. Jetzt müssen wir erstmal unser Leben laufen. Ich habe irgendwie richtig Schiss. Aber diese Level sind geil, weil die immer schnell vorbei sind. So, den ersten haben wir. Das ist echt cool. Das haben wir auch. Jetzt müssen wir tatsächlich um unser Leben laufen. Kriegen die ganze Zeit schon doppelte Teile. Den haben wir. Wenn wir so ein paar Teile nicht kriegen, ist mir das eigentlich völlig egal. Aber wenn wir die Kisten nicht haben, dann werde ich schon ein bisschen wütend. Hui, und wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben alle drei. Ja, das ist cool. Drillin, drillin, drillin. Sogar Gold bekommen. Cool. Ja, okay, das war aber auch easy, muss man echt sagen. Dann mal schauen, wer Estelia ist. Hat sie eine Gitarre? Vielleicht sollte ich mir den Text mal durchlesen, wenn ich sie noch sehe. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall geht die ziemlich steil, die Tante. Die nehmen wir erstmal. So lange, bis wir hier... Wer ist die denn? Selena. Komm, die retten wir auch. Ich habe gerade Bock, Leute zu retten, weil die Level davor immer so Bock machen. Rase um dein Leben. Das hatten wir schon mal. Egal, das probieren wir aus. Short Jump, High Jump. Noch mehr Jumps. Oh, okay, alles klar. Hier bricht alles zusammen. Finde ich nicht unbedingt cool, aber... Hat schon Stil. Mist, das habe ich verkackt. Das habe ich auch verkackt. Ne, da töte ich mich jetzt aber. Den will ich haben. Den will ich haben, den Karton. Wow, das war Genius von mir. So, so geht das. Das war jetzt gerade richtig knapp. Aber so richtig um das Leben rennen, bla, muss man eigentlich nicht. Ist mir schon aufgefallen. Also es ist meistens so ein beeil dich, sonst kriegst du Probleme. Oder pass auf die ganzen Hindernisse auf, die dich zerquetschen oder sonst wie töten könnten. Ah, Mist. Oh, das habe ich noch geschafft. Sweet. Uiuiui. Das war aber auch lucky. Naja, wie dem auch sei, war nicht schlecht. Kriegen schon wieder Gold. Ha, keck. Finde ich super. Jetzt haben wir wen gerettet? Ach ja, Selena, stimmt, ich erinnere mich. Eine Arbeitskollegin, die Serena heißt und ich vergesse das hier. Was ist da los? Weil diese Selena... Achso, da ist sie. Wieder eine Haare. Aha. Oh. Sechste Genialitätsstufe erreicht. Estelias große Schwester verkörpert die Schattenseite der Fiesta de los Muertos. Was auch auf ihre... Was aus ihr eine noch furchteinflößendere Kämpferin macht. Furchteinflößende Kämpfer finde ich gut. Sie verkörpert die Schattenseite. Finde ich gut. Schattenseiten sind super. Nicht immer, aber manche gehen klar. So. Nächstes Level wäre das hier. Tour der Glasur. Alles klar. Das kriegen wir hin. Hoffe ich doch mal. Ach, der Typ schon wieder. Nein, wir sind ein Chicken. Chicken?
Jetzt siehst du furchteinflößend aus, Madame. Was kann ich dir flüstern? So, die ersten 25 Looms haben wir. Och nö. Jetzt habe ich echt gedacht, das wird richtig sweet und so. Und jetzt müssen wir das andere Hühnchen wieder spielen. Ach so ist das gemacht. War das vielleicht nicht die klügste Idee gewesen? So, alles klar. So, hier müssen wir jetzt so hochgehen und dann springst du gefälligst und kommst du den Kasten da. Sehr schön. Du wirst gekitzelt. Hahaha, kille, kille. Okay, das war gut. Naja, man kann es ja so oder so machen. Das gefällt mir, dass ich da schnell geschaltet habe. Das finde ich gut. So, du springst dahin. Dann kommst du hier hin. So. Easy peasy. Nein. Ah, verdammt. Nicht so. Erstmal hier schützen. Unsere Kollegin. So, das war auch gar nicht mal so schlecht. Jetzt haben wir den zweiten schon mal. Kurz gucken, was wir hier machen müssen. Solche Mauern ziehen hier. Mist. Das war nicht ganz so toll. Hallo? Lauf, 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 lauf. Schütze sie. Schütze sie. Schütze das Chicken. Wow, das war echt mega lucky. Nein. Nein, so war das nicht geplant. Ich wollte das noch retten, aber ging nicht mehr. Okay, das ist kacke. Da muss ich mir irgendwie was einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das anders noch bremsen kann, diese Lava hier. Auf jeden Fall kann ich es so bremsen und das gefällt mir gerade. So. Alles klar. Dann... Da! Mensch, Madame! Geh mir nicht auf den Keks, du zerstörst meinen ganzen Plan. Nein, 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 nein! Wow, Lucky One! Hier, nimm die Münze zur Belohnung. So, und jetzt springen wir rein in das Bonuslevel. Oh mein Gott, ist das knapp, Mann! Zur Hölle! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, das sind echt, manchmal sind das ziemlich coole Level, aber ich finde das jetzt gerade ein bisschen doof, weil das ist zu viel auf einmal teilweise. Geh halt runter, wenn du willst. Hättest du auch so springen können.
Keine Ahnung, wie ich das hätte managen sollen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ist vielleicht nicht die beste Wahl, die ich, für die ich mich entschieden habe. Schneide das Ding durch! Wow, dein Ernst? Dein Ernst? Du rennst rückwärts und jetzt stirbst du? Das war so klar. Das war nicht klar, aber ich habe gehofft, dass es nicht trifft, verdammt. Egal, nochmal. Schlag zu. Konnte ich aber auch gerade noch so retten. Nicht treffen, nicht. Boah, lucky. Alles klar. Meine Herren, das ist ein Level. Uhu. Wenigstens haben wir unseren Rubbelgutschein. Der ist der wichtigste. In einem Level, wo ich den Charakter nicht selbst spielen kann, ist mir das eigentlich völlig egal, was wir da bekommen. Aber wir haben immerhin 9 Kleinlinge gerettet. Das ist schon mal gut. So, nächstes und wahrscheinlich letztes Level für den heutigen Part ist Tod der Torte. Nose? Cake was a lie. Alles klar. So, den ersten haben wir schon mal. Ich weiß, wie man läuft. Ich bin hier um Keks. So, erste Bonuslevel. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Ach, du Heilige. Komm! Bam! GG! Like a boss, wie die tanzt, Mann! Super Sache! War klar, dass mir das einfach so gar nichts gebracht hat jetzt. Okay, war jetzt nicht die beste Aktion, aber auf jeden Fall nicht die schlechteste. Ah! Oh mein Gott, ist der fett! Okay, warte, das kriegen wir hin. Hoch und zur Seite. Okay, sweet, das war gut. So, jetzt warten wir, bis dieser komische Käfer da weg ist. Dann springen wir da mal lang. Haben den Gegner hier gekillt, der ganz viele diese Looms gegeben hat. Das war zu knapp. So, jetzt warten wir auf der Käfer am Nachkommen. Schauen, da kommt nämlich gleich wieder einer hoch. Was hat der denn jetzt vor, ey? Hey, das war cool. Das habe ich geraten. Das sah so aus, als wäre da was.
Schnell, 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 schnell. Ah, zu viele Käfer. So, das war cool. Das haben wir hingekriegt. Das war easy. Wie viele haben wir eigentlich? Haben wir jetzt alle momentan? Könnte sein. Wir wissen es nicht. Weil bis jetzt haben wir keinen, wo einer fehlt. Mich erinnern diese Moves von der Tante in der Luft als kleines Mädel da, oder als klein generell, immer an Bayonetta aus Smash Bros., weil die kann auch so cool in der Luft bleiben. Das war cool. Und wir haben tatsächlich bislang alles. Na, ja, das war nicht so cool. Und das schaffen wir jetzt. Boah, das war aber knapp. So, jetzt mal kurz schauen. Der frisst sich da also durch. Ich kann ja so lange gleiten hier. Gar kein Problem. Jetzt muss ich ja schauen, wie sich diese Käfer bewegen. Ja, das war auch easy. Finde ich gut. So, den Kasten wollen wir auch noch haben. So, den haben wir auch gekriegt. Schon 511 von den Dingern. Oh mein Gott. Dann nehme ich auf jeden Fall das Herz mit. Das war auch gar nicht mal so schlecht. Oh, verdammt, jetzt bin ich tot. Ja, das war klar. War gut, dass wir direkt hier einen Checkpoint haben. No, 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 snows. Don't. Nö, net, nö, net. Hui, fuck. Ich nehme dich lieber mit. Ich ärgere dich später weiter. Ah, okay. Mach das. Ich bin auf dem Weg. Das war witzig. Gott, so viele Würmer. Aber das war easy eigentlich. Ich hätte gedacht, das wird jetzt voll schwer oder so. Aber das war voll easy. Nö, nicht. Aber sie ist ja auch die Schattenseite der Macht. Gegen sie kann man halt keine Chance haben. Auch du nicht. Reg dich ruhig auf. Tschüss. Alles klar, das war der letzte. Jetzt haben wir alles. Die Frage ist, ob wir auch 600 Punkte für Gold haben. Jo, haben wir auch. Cool, cool. Wieder ein perfekter Level. GG. Fiesta de los Muertos. Eieiei. Aha. Ja, läuft. Jetzt mal gucken, ob ich irgendwann diese Time Trials da mache. Ich denke mal, da muss man in einer bestimmten Geschwindigkeit durch sein oder so. Das sind Scrolling-Level, die ziemlich schnell scrollen oder was weiß ich. Muss man mal gucken. So, hier waren wir. Im nächsten Part machen wir mit Flucht vor dem Boxluder weiter. Das ist witzig. Naja, gut. Würde sagen, vielen Dank dafür, dass ihr da wart und ich hoffe, man sieht es beim nächsten Mal wieder von Rayman Legends, Let's Play, bla bla und so weiter und so fort. Ihr kennt den ganzen Kram, Mann. Ich habe gar keinen Bock, das immer zu sagen. Haut alle rein, ciao!